So, meine lieben Freunde, wir heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ist es denn ernst? Von nah bis fern und Tür. Oh. Heute aus dem wunderbaren Sachsen. Leute, das muss ich mir jeden Tag geben, ey. Stellt ja. euch das mal bitte vor. Na und? Das hat auch damit nichts zu tun. Wir sind auf dem Weg nach Karl-Marx-Stadt. Heute auch bekannt als Chemnitz. Aber nein, wir wollen nicht demonstrieren gehen, nein. Ein guter Freund wohnt da und da können wir umsonst übernachten und deswegen werden wir da hinfahren. Ne? Gucken uns ein bisschen die Stadt an, ein bisschen die Umgebung und dann... Eher die Umgebung als die Stadt, weil in die Stadt rein weiß ich nicht. Du musst mal hier auf den Knopf drücken. Was? Drück mal auf den Knopf. So, jetzt kann ich wieder normal reden. Danke, ey, das geht ja echt gar nicht. Also, ja, wir sind auf dem Weg nach Chemnitz, sind jetzt kurz vor Halle. Durch Halle werden wir natürlich nicht durchfahren. Durch diese Dreckstadt. Sind hier gerade in Teutschenthaler Tanke und machen Kaffeepause. Und dann haben wir noch so 130 Kilometer vor uns. Genau. Und ja, bin gespannt, wie es wird. Wir fahren nicht direkt durch die Innenstadt durch. Nee, wir kreuzen da so ein bisschen außenrum. Genau. Und ich bin gespannt. Ja, wir schauen mal. Also, ich glaube, wir werden auch eher in die Umgebung fahren, als jetzt groß im Chemnitz irgendwas zu machen. Also, wollen eher Natur mitnehmen. War jetzt auch. Drumherum Gebiet. Und war jetzt auch nicht geplant, dass wir jetzt. Dahin fahren, weil da die Ausschreitungen sind. Das war schon länger geplant. Nee, deswegen es war halt wirklich schon länger geplant. Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen ätzend. Man fährt natürlich auch mit so einem bisschen, naja, schlechten Gefühl hin. Aber na gut. Wir schauen mal. Unser Freund, den wir besuchen, der wohnt nicht direkt in der Innenstadt. Von daher ist es ganz gut. Also wir werden das ein bisschen meiden. Ne. Genau. Okay, dann. Jo, wir werden jetzt weiterfahren, ab durch den Regen und wir melden uns. Es ist Karl Marx Start. Schön die Asbestplatten hier an der Seite. Ach, der Osten. Wie schön. Da seht ihr uns jetzt auch endlich mal wieder. So, Basti und ich sind immer noch. Ich hab meine Haare gleich. So. Basti und ich sind immer noch bei den Wandererwerken hier unterwegs und sind jetzt hier an der Seitenstraße vor lang gegangen. Aber wir gucken mal, ob und wir gucken mal, ob wir vielleicht einmal rumkommen und. Reingehen wir aber sowas nicht. Das ist, reingehen tun wir nicht. Nee, das ist erstens ist auch wahrscheinlich sowieso höchst verboten und zweitens. Ist hier auch alles abgesperrt, wie ihr seht. Die Häuser sind auch von außen viel schöner als von innen. Ich finde es auch immer, also ich finde Lost Bay total faszinierend. Ich finde sie aber tatsächlich von außen auch interessanter als von innen. Architektur besticht von außen und nicht von innen. Genau. Es ist auch immer schön zu sehen, wie sich die Natur den Platz wiederholt. Ja, das stimmt. Also hier sehen wir vielleicht, wenn wir hier mal so reingucken, war früher irgendwie, glaube ich, der, vielleicht nicht Haupteingang, aber schon Seiteneingang, ging es nach unten durch. Und hier kann man halt so ein bisschen reingucken.
durch das Fenster, aber wahrscheinlich steht das Ding auch einfach komplett leer. Also ich glaube, so viele Leute, wie hier schon irgendwie drin waren und den Lost Place so besichtigt haben, auf eigene Gefahr, wie man so schön sagt, ich glaube, da wird nicht mehr so viel da sein. Aber es ist irgendwie immer ganz interessant. Ja. Einfach mal eine Arztpraxis steht da vorne. Ja, das verstehe ich. Arztpraxis an den Wandererberg. Das verstehe ich auch nicht. Und vor allem vorne steht auch ein Schild, einfach Wandererviertel. Herzlich willkommen im Wandererviertel. Herzlich willkommen. Liebe Lost Place Freunde. Liebe Lost Place Freunde, genau. Hier dürft ihr nicht rein, was ist illegal. Aber ganz ehrlich, hier ist auch nichts drin. Im Haus 7. Da scheint es irgendwie auch nicht mehr gut auszusehen. Also irgendwie ist es hier, glaube ich, alles so ein bisschen lost. Aber irgendwie haben sie auch angefangen, irgendwie ein Baugerüst aufzustellen. Tja, weiß man nicht. Gucken wir hier einmal, also einmal rumkommen auf jeden Fall nicht. Obwohl hier schon welche eingestiegen sind, wie man... Okay, hier kann man sogar rein. Also wenn man rein möchte, kann man hier rein. Jenny macht das jetzt aber nicht, weil Jenny hat keinen Bock. Jenny hat keinen Bock auf Polizei. Jenny nicht mögen Polizei. Oh, da war mal ein Briefkasten. Oder ist das ein Geocache gewesen? Wer weiß. Ah ne, LKW-Ladefläche. Ah, gut zu wissen. Hier war früher mal die Anlieferung. Na gut, wir gucken mal, was wir hier noch so finden. Aber wie gesagt, Wandererwerke, check von außen, von innen, nö. So, liebe Leute, wir sind's wieder. Dann den nächsten Morgen. Nächsten Morgen und genau. Ja, wir sind im Erzgebirge. Man sieht zwar nicht so richtig, aber wenn man nach da schwenkt, schon mal ein bisschen. Genauer gesagt in Blauenthal, auf dem Weg zum Blauenthaler Wasserfall. Es ist wieder wunderbares Wetter, wie ihr seht. Ja, es ist nass, es regnet. Wir das schöne Wetter diesen Urlaub an. Neblig ist es auch noch, also perfekte Voraussetzung. Aber ihr wisst es ja, wir machen das Beste draus und ja, wir sind gut drauf. Stündchen gefahren von Chemnitz aus und schauen uns das Ding jetzt einfach mal an. Hören. Das ist der Blauenthaler Wasserfall. Jetzt müssen wir hier noch über 100 Millionen Wurzeln. Und da vorne geht's los. Wunderschön. Wow! Echt toll! Und keine Menschenseele irgendwo.
So Leute, ihr seht es richtig. Hey. Ich trage eine Sonnenbrille. Die Sonne scheint, ey. Siehst du vielleicht sogar, ist das krass. Dass wir das noch erleben in dieser Woche, hätten wir irgendwie nicht gedacht. Aber es ist echt cool. Coole Sache, ne? Irgendwie mal Sonne zu haben und mal kurze Sachen anzuziehen. Was ist schön. Am vorletzten Urlaubstag. Gerade lang genug. Ja. Ihr seht es hinter uns, wir fahren wieder bei McDonald's. Haben uns schön Brownie gegönnt, denn wir sind hier an der Autobahnraststätte. Genau. Irgendwo zwischen Leipzig und Berlin, glaube ich. Ja, zwischen Leipzig und Berlin. Ja, wie gesagt, nur Autobahnfahrt heute, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wie war denn Chemnitz? Ja, Chemnitz war, also wir waren ja gestern im Erzgebirge unterwegs, das habt ihr ja gesehen. Das war mega schön, nur leider hat es geregnet die ganze Zeit. Wie immer. Und von Chemnitz haben wir, also Basti kennt schon, aber ich habe von Chemnitz relativ wenig gesehen, aufgrund der aktuellen Lage und der gestrigen Veranstaltung und so. Ja. Deswegen, es ist natürlich schwer gewesen, da irgendwie noch so Sightseeing oder so zu machen. Ja, wir haben die Innenstadt so ein bisschen gemieden. Ich glaube, das war gar nicht so die schlechte Entscheidung. Aber ja, das ist war jetzt okay. Nicht, also Chemnitz ist jetzt nicht so die Sightseeing-Stadt. Genau. Aber ein bisschen was haben wir gesehen, das ist das Wichtigste. Genau. Es wird ja nicht das letzte Mal sein, wenn wir da sind. Ja. Ne? Aber trotzdem war es ganz schön, vor allem hier das Erzgebirge. Deswegen sind wir auch eigentlich hingefahren, wegen der Umgebung. Das war echt ein Traum. Also dieser Blauenthaler Wasserfall war wunderschön. Echt super. Die Natur, und ich wäre da gerne noch ein bisschen durch das wilde Erzgebirge dort gewandert, aber das Wetter war einfach scheiße. Die Zeit war knapp jetzt, also man muss sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das Erzgebirge zu erkunden. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich richtig. Ja. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ja. Die Fahrt, die wir jetzt vor uns haben, wird sich auch lohnen, denn wo es hingeht, sagen wir aber nicht. Das seht ihr erst im nächsten Teil. Genau. Das ist auf jeden Fall das Ende für diesen Teil und Jenny und ich sagen Peace and out. Schaut mal, was wir bei diesem Lost Place entdeckt haben. Die haben die Tür natürlich zugemauert und oben an der Tür findet ihr Glassplitter, sodass man da überhaupt auf keinen Fall einsteigen kann. Schon irgendwie ziemlich krass, oder?